Ja, Wolfgang Kohlhaas, Nicole Reinhardt hat es erwähnt, Sie haben drei Regimes erleben in einem im Moment. Sie haben wichtige Filme gemacht, mit Persönlichkeiten zusammengearbeitet. Sie haben einen prallen Rucksack voller Erinnerungen. Wie geht es Ihnen all diesen Erinnerungen? Sind die nicht fast schon übermächtig? Ich hüte mich eigentlich ein bisschen vor meinen Erinnerungen, weil wenn man sich dem hingibt, dann blickt man zurück. Und ein gewisser Spaß besteht nach wie vor darin, nicht zurückzublicken, das macht man ohnehin, sondern neugierig zu sein auf alles, was noch kommen kann. Und da ja ab und zu wird, ich ja mit meinem Alter zu tun habe, auch in solchen bedeutsamen und freundlichen Ansagen, fällt mir ein, ich habe, bevor ich mich mit Filmen anfing zu beschäftigen und Drehbücher geschrieben habe, habe ich bei der Zeitung gearbeitet und das war bald nach dem Krieg und ich war erst 16 und um an die Zeitung zu kommen, habe ich kleine Geschichten geschrieben, die ich wiederum abgeguckt habe bei einer Art Literatur, die mich damals erreicht hat nach dem Krieg. Das waren so diese amerikanischen Short Stories, also Ferber und O'Henry und wie sie hießen. Und irgendwann wurde das, ich machte das nach, so Tonlagen, und irgendwann wurde eine solche Geschichte gedruckt tatsächlich. Und ich war 15 Jahre alt und erschien in einer Zeitung, es roch nach Druckerschwärze und mein Name stand dran. Aber die Redaktion hatte einen kleinen Vorspruch geschrieben. Diesen Text schickte uns der erst 15-jährige WK. Und ich dachte, das wäre ja nicht nötig gewesen, habe ich gedacht. Und als ich den Film Sommer vom Balkon zu den Leuten brachte, mit Andreas Dresens Hilfe, stand in irgendeiner Kritik: Dieses Drehbuch schrieb der schon 75-Jährige. Und ich dachte wieder, das wäre ja nicht nötig gewesen. Ich werde mich hüten von Jones, aber Sie erlauben, dass wir doch ein bisschen auch eben zurückblicken auf diese reiche Geschichte. Dass Sie beim Film landen werden, dachten Sie das damals schon, als Sie diese erste Geschichte veröffentlicht hatten? Überhaupt nicht. Es war alles nicht vorherzusehen und verhältnismäßig zufällig. Ich weiß, dass ich schreiben wollte, aber das war ganz ungerichtet eigentlich. Und dann wusste ich, dass, Sie müssen sich vorstellen, ich war 14 und 14 Jahre, als der Krieg endete. Und das Ganze, was mir dann später so als Arbeit widerfahren ist, hätte mich vielleicht so nicht betroffen, wenn nicht dieser ungeheure Umsturz der Verhältnisse gewesen wäre, wo ja nicht nur eine ganze Generation der ein bisschen Älteren nicht mehr da war. Sie waren entweder überhaupt im Krieg geblieben oder sie waren im Kopf kaputt oder wie auch immer. Also diese ersten Jahre, wo man anfing, die Welt neu zu betrachten und sie ja nicht nur betrachtete durch das, was jeden Tag passierte, also das tatsächliche Ende des Krieges, die Russen, die Amerikaner, die Franzosen, die Engländer, alles in Berlin. Man sah ja zum ersten Mal auch Filme, die man nie gesehen hatte. Und man las Bücher, die man nie gelesen hatte, sowohl die Bücher, die zu diesen Ländern gehörten, aber es kam auch die deutsche Emigration zurück in Büchern. Und ich habe im Februar 1945 Kolberg noch gesehen, den dieses letzten Film von Epos, Durchhalte-Epos von Veit Harlan. Ja, Kolberg im Februar und ungefähr im Juni, also waren die ersten russischen Filme zu sehen. Die Armeen brachten ja alle in ihre Sektoren, brachten sie ihre Filme mit. Also sah ich sowjetische Filme aus den 30er Jahren, spielte eine andere Musik. Es war ich verstand da nicht viel von. Ich war, es ist eine andere Welt. Und dann kam der erste amerikanische Film, alles dann so 1946, war Die Spur des Falken,
also ein berühmter Film, wie ich inzwischen weiß, aus der schwarzen Serie. Und wenig später dieser für mich unglaubliche Kinder des Olymp, wo ich aus dem Staunen nicht rauskam, dass sowas überhaupt gemacht werden kann. Ja? Also eine geballte Ladung von Filmen, auf sie eingestürzt ist und in den Wunsch geweckt hat, Filme zu machen. Ja, Filme zu machen oder überhaupt, ich würde mal viel allgemeiner sagen, zu leben und zu staunen. Das war, wissen Sie, bevor man schreibt, was nicht jeder weiß, der schreibt, muss man ja was erleben. Und das ist ein sicherer Weg da zum Schreiben hin, meine ich, nicht? Und es war der Einbruch einer radikal anderen Art von Gedanken. Und ich glaube, das gilt nicht nur für den Osten damals in Deutschland, da war es vielleicht besonders radikal. Es gilt überhaupt, glaube ich, für die Menschen meiner Generation. Es war eine Zeit, wo die Väter quasi auch diskreditiert waren, weil sie hatten ja ein Riesenunheil angerichtet. Haben Sie das so empfunden, dass da quasi die alten Autoritäten schwanken kamen? Ja, sicher. Man fing an, nochmal nachzudenken über die eigene Kindheit. Und Kindheit, ich meine, ich war im Krieg in Berlin und ich war eine Zeit lang in Pommern. Also ich hatte vom Krieg etwas erlebt. Vielleicht nicht das Schrecklichste, was man erleben konnte, aber es reichte aus. Aber gleichzeitig, jede Kindheit ist unschuldig und hat ihre sonnigen Tage. Und wenn eben Krieg war, war Krieg. Krieg, es war eben so. Krieg war die Natur, wenn man will. Es gab ihn, nicht? Wir standen mit der Schultüte auf dem Hof 39, die Eltern hatten ernste Gesichter, aber wir doch nicht als Kinder. Nun, jetzt ist Krieg, nicht? Und dann waren die ersten Helden, die man sich ins Auge fasste, waren die deutschen Jagdflieger, bis sie allmählich vom Himmel verschwanden, nicht? Also das war nie ein festes Bild, es wertete sich um, aber das ganz große Umdenken begann natürlich, als man anfing zu verstehen, was ist denn in dieser Kindheit, in dieser Zeit der Kindheit wirklich passiert? Was haben die Deutschen in dieser Zeit getan und so weiter? Und da hatten Filme ihren Anteil. Auch die DEFA, also um auf Ostdeutschland zu kommen, war die erste lizenzierte Filmgesellschaft in Deutschland. Die haben die Russen lizenziert, aber da arbeiteten natürlich Leute aus Ost und West, damals aus ganz Berlin. Und der erste Film, der eigentlich, dessen Titel ein Programm ist, wenn ich es von heute her sehe, hieß Die Mörder sind unter uns. Ein erster, berühmter und bis heute sehenswerter Film von Staudte. Und auch diese Filme haben einen dazu gebracht, über Kino anders nachzudenken. Sie waren ja ab 1950, glaube ich, Volontär bei der DEFA. Was haben Sie da genau gemacht? Bei der DEFA war ich, Volontär war ich bei der Zeitung. Bei der DEFA war ich, nachdem ich 2 oder 3 Jahre bei der Zeitung war und rasend eigentlich Dinge gelernt habe, von denen ich gar nicht wusste, dass man sie lernen kann. Das war also für mich eine Zeit ungeheurer Möglichkeiten, auch in meiner Erinnerung. Dann war ich dramaturgischer Assistent bei der DEFA. Das war ich aber auch wieder, mich interessierten Filme. Aber es war eine Menge Zufall. Ein Schulfreund wollte Schauspieler werden und hatte eine Freundin, die wollte auch Schauspielerin werden. Und die Freundin hatte eine Freundin. Und so waren wir schon zu viert. Und so dachte ich, Film ist ja, man könnte ja vielleicht, also Film ist etwas, irgendwie etwas sehr Interessantes und Verlockendes. Und ich schrieb Filmkritiken. Hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass besondere Vorbildung nötig ist. Und die Redakteure offenbar auch nicht? Die auch nicht. Und manchmal habe ich den Gedanken heute noch bei Filmkritiken. Und ich weiß, dass ich an einem Sommertag, ich glaube im Jahre 49 oder 48, war Kurt Metzig, der wird im Januar 100, das war einer der ersten Regisseure der DEFA. Und es gibt ihn, er lebt noch, er ist 100, er ist noch gut beieinander, soweit man das mit 100 sein kann. Und
Und da gab es eine Pressekonferenz und die ganze Berliner Filmkritik Ost und West fuhr nach Babelsberg. Und die waren zum ersten Mal als Gäste eingeladen in Karlsbad, in Carlo Vivari, zum Filmfestival und wollten das den Leuten erzählen. Und ich fuhr da raus und ich war Berliner mein Leben lang, aber ich war nie in diesen feinen Ecken gewesen von Berlin. Ich wohnte in einer anderen Ecke und fuhr da hin und die Sonne schien und zwei Schauspielerinnen servierten Kaffee und Kekse und Metzig erzählte was von Karlsbad, alle mitschrieben oder sowas. Aber, und ich hatte den Gedanken, Film ist eigentlich feiner als Zeitung. Film ist etwas, und um eine komische Besonderheit zu erzählen, weil ich mich nicht erinnere, und da war das Gästehaus der DEFA, das war eine Siemens-Villa gewesen. Und daneben standen so Häuser, wie es sie damals gab, ansehnliche, noble Häuser, nur es fehlten Fenster und Türen. Das war alles kaputt gegangen, geplündert worden. Direkt daneben stand so ein Haus. Und ich ging da mit einem Kollegen, einem anderen, das fing noch nicht an, wir hatten noch Zeit, guckten uns dieses kaputte Haus an und gingen die Treppen rauf und guckten hier rein und darin war alles Trümmer ausgeräumt und so. Und ich sah zum ersten Mal in meinem Leben ein Bidet und fragte diesen jungen Kollegen, was ist denn das? Und wofür nimmt man das denn? Das wusste der auch nicht. Also Film war quasi ein gesellschaftlicher Aufstieg. Gesellschaftlicher Aufstieg. Und genau dieses Haus, aber dieses nämliche Haus, hat Schlöndorff gekauft vor 6 oder 8 Jahren. Und wir haben ja gerade einen Film zusammen gemacht, hier, die Stille nach dem Schuss. Und ich sage zu ihm, Volker, soll ich dir mal sagen, wo in deinem Haus das Bidet ist? Weil die Wasserstränge bleiben ja erhalten, nicht? Ja. Das ja. Sie waren auch 1952 etwas Lustiges. Sie waren freischaffender Autor in einer Gesellschaft in der DDR, die eigentlich in dieser Zeit begann, alles zu kollektivieren, zu organisieren. Das ist für uns ein bisschen schwer vorstellbar. Also Sie waren wirklich auf sich gestellt, frei, konnten Stoffe entwickeln. Wie war das? Naja, es gab viele freie Berufe in der DDR, also viele Schriftsteller, die ohne von so ganz großer literarischer Potenz zu sein, sich für Schriftsteller hielten und freiberuflich lebten. Das hatte damit zu tun, dass das Leben verhältnismäßig billig war. Die Grundkosten des Lebens waren billig und der Luxus, der eine gewisse Verführung hätte sein können, den gab es sowieso nicht. Aber im engeren Verständnis, bei der DEFA war das so. Die DEFA hatte sie Regisseure. Das heißt, die hatten ein Monatsgehalt und waren da fest angestellt. Und Autoren, da gab es eine Regelung, fest und frei kombiniert. Das heißt, man konnte im Monat, da hatten sie aber nur 6, 8 Leute. Also nicht, das war nicht sehr verbreitet. Ich war einer von denen. Und da kriegte man in jedem Monat ein Gehalt. Aber dieses Gehalt musste man verrechnen mit den Honoraren, die man bekam, wenn man einen Film machte. Also es war ein permanenter Vorschuss, wenn man so will. Eigentlich ein traumhafter Zustand, von dem viele träumen würden. Und gemeint war das so, dass man eben sich leisten konnte, über einen Film mal ein halbes Jahr oder ein Jahr nachzudenken, ohne an die Miete zu denken oder sowas. Und man war keineswegs verpflichtet, Auftragsarbeit zu machen. Also jetzt zu sagen, dafür müssen Sie uns aber das und das machen, weil das hatte sich sehr schnell herausgestellt, dass man kann natürlich, Film ist ja zur Hälfte Kunst, zur anderen Hälfte Industrie. Also der Auftrag beim Film hat eine etwas andere Funktion, als wenn man Romane schreibt oder Prosa, wo es relativ sinnlos ist, jemand mit einem Stück Prosa zu beauftragen. Film hatte eine gewisse ökonomische Seite, aber man war da nicht sehr gefesselt. Nur wenn man zum Beispiel das Geld ein paar Jahre genommen hätte, ohne was dafür zu leisten, dann hätten sie einen entlassen. In dem Sinne, ich sage, das war ein Missverständnis. Und ja,